Na dann ein herzliches Willkommen und ja, schöne Grüße. Wir sind auch zurück aus dem Winterschlaf. Die ADAC GT Masters eSports Championship powered by NBW Mobility Plus. Und wir haben jetzt also dann langsam auch die Formation eingenommen, der Double File Start nebeneinander. Sie müssen natürlich, wie wir das aus dem ADAC GT Masters kennen, die Linie halten und irgendwann, wenn wir dann das Signal bekommen, darf dann der Führende, und das ist dem Moritz Löhner, aufs Gaspedal treten und das Tempo vorgeben. Was für ein Bild! ADAC GT Masters eSports Championship 2021. Wir starten durch mit dem ersten Lauf und Moritz Löhner gibt Gas, aber Achtung, dahinter im roten Fahrzeug. Das ist Kevin Siggi auf der Innenbahn. Der versucht sich schon neben Page zu setzen. Wird er sich dann behaupten können? Er macht direkt ein, zwei Plätze gut. Ja, Page konnte seine Position nicht halten, wird auf die 4 zurückgegeben. Kevin Siggi darf auch nicht auf der 2 bleiben. Jakub Brzezinski dann vorne auf die 2. Jack Keithley auf die 3. Höckfeld auf die 5. Hinten geht es ein bisschen ins Gras rein. Aber alles in allem muss man sagen, das Fahrerfeld hat sich trotz einiger Sorgen der Stewards stark verhalten im ersten. Großer Verlierer ist sicher Page. Der kam ja von Position 2. Der ist ordentlich durchgereicht worden. Nur noch Sechster jetzt. Der hat seine ohne Teamlackierung, denn der Teamwechsel zu MRS kam sehr, sehr spät. Jetzt aber schon im Angriff auf Lukas Müller. Das eröffnet natürlich auch Thibaut Casobor im Hintergrund die Möglichkeit in der Doppel-Links. Und Jaschel setzt sich da durch. Da wurde deutlich Lack ausgetauscht. Also der grüne Audi hat schwarze Spuren auf der linken Seite. Sehr, sehr aggressiv. Neuer Fahrer im Raceroom-Feld, ebenfalls für Team Redline unterwegs. Würde am liebsten gerne Kevin Siggi helfen, beziehungsweise er würde sich da gerne in der Nähe sehen. Allerdings derzeit nur auf der 17. Fightet direkt mal gegen Marc Gassner außenrum in der letzten Kurve. Eröffnet damit automatisch auch Alexander Dornin die Möglichkeit. Und Dornin setzt sich erstmal durch. Alexander Dornin mit mehr Schwung auf der Geraden ist jetzt auf der Außenbahn. Ich bin gespannt. Holländer oder Deutscher, der da vorne ist. Und am Ende ist es Alex, der die sichere Position des 17. hält. Ansehen. Und wir haben ja ein bärenstarkes Feld. Moritz Löhner führt dieses Rennen souverän an. 1,5 Sekunden knapp schon sein Vorsprung vor Brzezinski. Also das ist eine Hausnummer. Also Brzezinski mittlerweile nicht mehr im Windschatten. Was natürlich, und ich glaube, wir erfahren so langsam aber sicher, warum Isaac Price sein Auto abgestellt hat und warum er so weit hinten ist. Jeffrey Rietveld hitting Isaac Price, Lap 7. Kriegt auch eine 6 Sekunden Strafe. Löhner, Brzezinski, Keithley, Siggi, Höckfeld, Page. Und da fährt er ein. Moritz Löhner. Und er holt sich den Sieg in unserem ersten Rennen hier beim ADAC GT Masters bei der eSports Championship 2021. Moritz Löhner holt sich die 40 Punkte. Tim Jasche im schwarzen Bentley wird also jetzt gleich die Stimmung vorgeben. Florian Hasse im Audi 8, blau, schwarz, weiß direkt daneben. Dahinter im weiß-schwarzen Bentley, das ist Gergo Baldi, und im weiß-blauen, das ist Nikodem Wisniewski. Und sie fahren hinunter in der Magdeburger Börde. Oschersleben, Rennen Nummer 2. Kevin Siggi, der geht da hinten gerade mal richtig weit. Der hat einen richtig, richtig guten Start abgekriegt. Und jetzt muss er zusehen, nicht wieder Plätze zu verlieren, denn er musste noch mal vom Gas gehen. Wir haben keinen richtigen Blick in die Kurve. Christopher Höckfeld geht weg, der muss da getroffen worden sein. Und zwar wahrscheinlich von Kevin Siggi, die waren da direkt miteinander zusammen. Von hinten drückt jetzt Jakub Brzezinski und Jack Keithley ran. Jack Keithley, das ist der zweite Bentley. Und auch Moritz Löhner hat eine Menge Plätze verloren. Wo ist er hin? Er ist mittlerweile auf der 14, auf der 15, auf der 16. Er geht durchs Gras und kommt zurück auf die Strecke. Nur noch Position 20. Moritz Löhner im weiß-blauen Porsche weit nach hinten durchgereicht worden. Der muss jetzt erstmal wieder den Kopf nach unten nehmen und sicher hier das Auto am besten ins Ziel bringen. Und jetzt vielleicht hier versucht er schon. Attacke, Innenbahn, versucht sie vorbeizuschieben, gibt einen kleinen Quersteher. Alle fahren sie aber heil weiter. Uiuiuiui. In diesem Rennen ist Musik drin. Da haben wir es nochmal eingeblendet. Drive-Thru-Penalty, Gergo Baldi. Bitter, er war der Führende, nicht vergessen, in diesem Rennen. Und er ist zu schnell in der Boxengasse unterwegs. Und damit würde er die Führung abgeben müssen.
Ja, und das sich da an der Stelle tatsächlich ganz genauso. Also nochmal, oh, da kommt Jeffrey Riedfeld ziemlich spontan rein mit Moritz Löhner. Der muss jetzt aufpassen, der darf hier nicht mehr überholen. Aber guck mal, Löhner fightet bis zur Linie. Erkennt er keine Gnade. Nochmal eine Position, aber es steht auch nicht im Regelwerk drin. Also es ist natürlich gelogen von mir, dass er hier nicht überholen hätte dürfen. Weil es sein wird, ob es jemals irgendeine Mercedes-Strecke gibt oder ob es vielleicht nicht doch irgendwo ein Erhan Jajowski ist, der die Pace ein bisschen verloren hat, weil eben jedes Jahr der Druck extrem hoch ist. Oh, Marc Gassner geht weit. Jetzt muss er aufpassen, von hinten kommt Forzilla an, das ist Gianmarco Fiducci. Position 25, das ging weit zurück. Also auch keine große Möglichkeit. Jetzt vielleicht mal mit der Attacke auf Nestor Garcia. Hoppa. Oh, und da hinten dreht sich einer weg. David Norsch verliert das Auto. David Norsch, Auto verloren, Heck ausgebrochen, der Dreher. Und jetzt kommt er zurück auf die Strecke, aber das war's eigentlich. Kämpfen Michael Riechel, damals ähnlich schnell wie Tim Jaschel. Ein bisschen langsamer war er schon, aber ja, so schnell wie Tim Jaschel ist er jetzt leider nicht. Achtung, Baldi innen auf der besseren Linie, Fragezeichen, kurz ein bisschen anlehnen, dann sind sie direkt nebeneinander, jetzt geht's links rum, Baldi hat viel Vortrieb, aber da muss er zurückstecken. Achtung, links herum und das ist der Vorteil, wieder für Rechel, aber Achtung, da wird ordentlich gefightet. Schöner Kampf hier und von hinten will davon Nestor Garcia im Red Bull profitieren. Pinches und vor allen Dingen eine Menge Zweikampfversuche. Oh, da ist einer weit draußen. Garcia sieht das sehr, sehr gut. Ja. Holt sich Rechel mal direkt. Aber jetzt sind sie direkt nebeneinander. Runter geht's die Start-Zielgerade. Innenbahn, jetzt also dann zunächst mal für Rechel, dann geht es allerdings ja wieder rechts herum. Oh, jetzt gehen sie rein in die ersten beiden Kurven. Achtung, Garcia verliert, vielleicht ein, zwei Plätze. Achtung, auf der Innenbahn kommt noch einer mit dazu. Und das ist Jack Keithley, dem ist gerade nochmal die Tür zugeworfen worden. Möglichkeit für Nestor Garcia, seine Position wieder zu bekommen. Denn Keithley hat dadurch Schwung verloren, will innen nochmal kreuzen. Garcia kommt zu weit raus und Keithley jetzt mit einer Bombenposition für die Triple Links. Reiche das nach, Lukas Müller. Schön mit dem wilden Drift. Ich glaube, der sollte lieber für die Red Bull Drift Brothers fahren bei der Einlage. Schöne Grüße an Joe und Donji an der Stelle. Zu oft kleine dumme Fehler gemacht, die sich riesig ausgewirkt haben. Das erste Rennen, der Start, das war es einfach nicht gewesen. Und jetzt wieder auf die 3 vorgefahren. Page könnte diese Meisterschaft anführen, aber hätte Fahrradkette. Da hatten wir einige gehabt. Und Nico Dembiszewski wird es sein. Mit der letzten Sekunde tatsächlich. Wir müssen nicht noch eine Runde fahren. Nico Dembiszewski gewinnt vor Florian Hasse, Paige Schmidt auf dem Podium, Kevin Siggi wird Vierter und dann geht's hinunter bis auf Platz 5, Jakub Szyszynski auf 5, eben Benze Banki 6er, Martin Barner auf 7, Alexander Dorniden kommt als 8er ins Ziel. Moritz Höhner schafft noch den Sprung in die Top 10 mit Platz Nummer 9 am Ende und Thibaut Casaumont fährt auf P10 ins Ziel. Hier sind sie dann also und das ist jetzt auch ein verbrieftes Ergebnis. Moritz Löhner und Jakub Szyszynski führen das Feld an mit 61 Punkten. Wisniewski auf dem 3. Platz nur einen Zehner weniger. Page und Siggi mit 56 Punkten jeweils auf Platz 4 und Platz 5. Florian Hasse auf Platz 6 mit 50 Punkten. Also die Top 6 innerhalb von 11 Zählern.